Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Sons of the Forest. Wir stecken in der Höhle fest, könnte man sagen. So, aber wir müssen irgendwo... Da hängt auch noch einer. Ich dachte gerade, da steht ein Mutant. Ich habe mich gerade wirklich erschrocken, ne? So, sagen wir mal, das packen wir weg. Das packen wir auch weg. So. Kannst du mal aufhören, hier so rumzuquietschen. So, wir wollten hier rein, ne? So, ich habe neu geladen, also neue Session. Neue Aufnahmesession. Irgendjemand hat auch mir geschrieben, weil ich gesagt habe, ist halt blöd, wenn man in der Höhle die Taschenlampe wegpackt, ne? Weil man sieht man mit dem Bogen nichts mehr. Das Problem ist halt, wir haben diese eine Taschenlampe, ne? Wir haben sonst keine andere Taschenlampe. Wenn ich die Taschenlampe mit dem Bogen kombiniere, ist das zwar schön und gut, dann sehe ich was, wenn ich mit dem Bogen schießen will, aber was mache ich denn, wenn ich keine Pfeile mehr habe? Dann muss ich den Bogen ja wieder wegpacken und mit der Axt kämpfen und dann sehe ich gar nichts mehr. Also deswegen, wir brauchen wenn dann erst eine neue Taschenlampe. So, jetzt machen wir mal hier auf. So. Und dann gucken wir mal, wo wir hier lang kommen. Wo es hier weitergeht. Keine Ahnung. Ich bin gespannt. Na toll, es geht nach links, es geht nach rechts. Oder? Hier geht es doch hoch, oder? Ne, hier geht es nicht weiter, okay. Dann geht es nur nach links. Na dann. Oha. Das sieht anders aus hier. Gold! Wir haben Gold gefunden. Da blitzt was. Ja. Es blitzt und funkelt. Es blitzt und funkelt. Was das wohl ist. Das ist ja schön, dass wir da zwei Finger mehr an der Hand haben. Ja. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Irgendein Teil, irgendwie ein Artefakt oder sowas. Na gut. So. Dann war's das hier wohl, wa? Ich dachte eigentlich, hier würde es noch weitergehen. Also, dass es hier noch eine größere Höhle jetzt ist. Aber das ist jetzt nur so ein kleines Stück. So, hier hinten. Hier hinten durch. Die hängen hier mal wieder nur rum hier. Hier hinten war ja Dead End, ne? Hier war ja totes Ende. Das ist nur der Zwischengang. Der geht da vorne rechts in den Gang rein. Also beziehungsweise hier in den hier, meine ich. Oh, da Kreuze hier. Kreuzweg. So, das ist hier der Gang. Und hier ging es, glaube ich. Hier ging es jetzt noch nach unten. Aber da sind wir schon gewesen, ne? Wenn ich mich recht erinnere, oder? Ach nee, hier ging es nicht weiter, ne? Glaube ich. Warte mal. Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Uah! Halt die Schnauze, Mann! Boah, ey. Ich hatte einen Browser-Tab offen. Das glaube ich jetzt nicht. Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Ja, und wer rettet mich? Ich hatte den Browser-Tab im Hintergrund offen. Oh Mann, ey, so ein Scheiß. Das ist mir auch noch nie passiert. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, ja, hier ist jetzt Ende im Gelände. Wer ein Leben rettet, so nenne ich die Folge. Geil. Das ist ja cool. Noch mehr Kisten. Ach, hier geht's hoch. Ah ja, guck mal an. So. Ja dann. Machen wir mal hier
den Aufstieg. Hier ist zu. Hat eine Atmosphäre. So, und ich glaube, der Ausgang ist dann... Ach, guck mal hier. Schön. Ich glaube, der Ausgang ist dann da, ne? Hier ging es ja auch noch runter. Da waren wir gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Kamen hier nicht gleich die Babys? Auf jeden Fall noch Kisten. Ich könnte mal gerade gucken hier. 1, 2, 3, 4. Das. Was brauchen wir noch für eine Knochen? Ach so, ein Seil. Können wir mal noch machen. Warum denn nicht? So, können wir die direkt tragen? Zumindest mal hier wieder so ein Seil mitnehmen. Hier liegen. Oh ne, die kann man nicht mitnehmen. Kann man denen eigentlich irgendwas aus dem Schädel kloppen? Noch mehr Kisten. Noch mehr Seile. Ja, die Höhlen sind halt. Die Höhlen sind halt echt krass. Warte mal. Sind wir nicht so an der Frau vorbeigelaufen und ich habe gesagt, der geht's nicht so gut. Das sieht aus, als hätte die da so einen Kaiserschnitt. Aber geht der nicht eigentlich quer? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Kaiserschnitt und Kinderkriegen. Könnte eventuell sogar sein, dass das hier der Ausgang ist. Oh, hier. Graf Dracula ist auch da. Also die Lampe zeigt da rein. Ist das vielleicht doch... Ist das vielleicht doch? Warte mal. Ich blick's nicht mehr. Ich blick's wirklich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo wir lang müssen. Hier liegen Rettungswesten und sowas. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir herkamen. Ich laufe einfach mal weiter. Wir werden schon irgendwo rauskommen. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder beim Tauchgerät. Okay, dann müssen wir hier auf jeden Fall zurück. Mich wundert, dass hier keine Mutanten sind. Müssten die nicht nachspawnen, wenn ich das Spiel neu lade? So, okay, ja, dann gehen wir mal hier lang. Kann ja nur falsch sein. Na, hier sind wir noch runtergekommen. Normalerweise kommt man doch hier runter. Und trifft dann hier auf die ersten Mutanten. Na, dann geht's hier auf jeden Fall raus.
kann ich mal ein bisschen rohes Fleisch mitnehmen, das ist schön. Oh Mann! Erschreckt mich doch nicht so. Mensch, ich will nochmal. Nee. Ort bereits entdeckt. Ja, genau. Okay. So, und hier geht's raus, ne? Ah, sehr schön. Gut. So, jetzt können wir auch, glaube ich, das Tauchgerät ablegen, ne? Warte mal. Ablegen, ne? Genau. Das habe ich die ganze Zeit noch angehabt. Und die Taschenlampe machen wir auch mal weg. Da liegt noch ein gammeliger Fisch. Jetzt tue ich hier erstmal speichern. 30 von 30 Spielständen. Ja, da warte mal, da müssen wir mal ganz kurz hier aufräumen. Ja. Wer schmeckt denn Scheiß? Immer diesen ollen Kram hier. Schlimm, warum kann man denn nur 30 Spielstände anlegen? Nimmt doch keinen Platz weg. So, das soll mal reichen für den Anfang. Neuer Spielstand. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind da. Kelvin ist auch am Start. Virginia ist am Start. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich zoomen. Wir wohnen. Ach so, das ist der Ort, der markiert wurde, ne? Okay. Also ich glaube, wir müssen zurück und müssen, wir müssen nochmal in die Höhle rein, die bei uns in der Nähe von der Base ist. Was ich mich jetzt allerdings gerade frage, warte mal, ist das hier, ne, das ist nicht der Strandabschnitt mit der Rettungsinsel, ne? Die Rettungsinsel ist woanders. Da hinten steht noch irgendwie ein Camp. Die Rettungsinsel ist, glaube ich, da hinten, da oben in der Bucht, ne? Aber Hauptsache, Kelvin geht's gut. Das ist das Wichtigste. Irgendwo gab's doch so einen Strandabschnitt, wo so Kanus lagen. Da findet man, glaube ich, den Trainingsanzug für Virginia. Ich muss erstmal in mein Inventar gucken. Also wir haben noch ein bisschen sauberes Wasser. Wir müssten eigentlich auch schlafen. Vielleicht sollten wir mal erstmal nach Hause laufen. Ich glaube, ich laufe mal nach Hause. Wir haben 12 Uhr, bis wir daheim sind. Es ist irgendwie bestimmt 15 Uhr oder so. Ich würde ganz gerne nach Hause. Und dann machen wir mal gemütlich Inventar leer und wenn wir das dann gemacht haben, dann können wir nochmal auf Tour gehen. Gehen wir in die nächste Höhle. Ich glaube, mit dem Flieger-Dingsbums werden wir das nicht schaffen, ne? Da blinkt jetzt auch was da oben, was Blaues. Direkt bei uns bei der Base. Was blinkt denn da so? Sieht aus wie ein Fernseher. Ja, wir können uns ja noch so ein bisschen umschauen. Genießen wir erstmal wieder hier draußen so ein bisschen die Stille. Das
Kann man ja auch mal machen, nachdem wir jetzt hier die ganze Zeit in der Höhle da rumgeirrt sind. Ja, genießen wir mal hier die Stille. Können wir noch ein paar Blümchen pflücken. Was gibt's denn hier? Liegt hier irgendwas? Nö, aber es ist ein schöner kleiner Fluss hier, ne? Auch ganz nett. Irgendjemand hatte auch noch geschrieben, man konnte in The Forest im ersten Teil mit Fliegenpilzen vergiftete Pfeile machen. Das glaube ich, das war auch genau so. Deswegen, ich frage mich, kann vielleicht sein, dass wir einfach nur noch keine Fliegenpilze hier gefunden haben? Müsste vielleicht mal ein bisschen danach die Augen offen halten, ne? Vielleicht finde ich ja welche. Dass wir da mal vielleicht mal vergiftete Pfeile machen können oder so. Falls es die gibt. Auch mal kleine Steine sammeln, können wir mal notfalls neue Pfeile herstellen. Das ist auch mal ein schöner Waldspaziergang hat hier. Ja, das macht ja richtig Spaß. Bis es gleich wieder irgendwo aus der Hecke brüllt. Ach, guck mal, wenn du leise gehst, dann kommen die Rehe auch näher. Die bemerken dich dann gar nicht, ne? Also sie bemerken einen schon, aber wesentlich später, ne? Kommt irgendwie ein See oder so. Da unten ist ein Camp. Ja, guck mal, da blinkt auch was. Das ist genau da vorne. Ah, guck mal hier, was wir hier gefunden haben. Guck mal an. Glühbirne, ja klasse. Eine Platine. Jede Menge Geld. Ah, und ein Eingeborener. Also na, irgendwas müssen sie ja hier gesucht haben. Aber die haben hier Vermessung. Vermessen, ne? Vermessungsarbeiten haben die da gemacht. Da vorne sind die Kannibalistis. Die niedlichen Kannibalen. Die dürften mich ja eigentlich nicht wirklich wahrnehmen jetzt, weil wenn ich so geduckt gehe, bin ich ja in den Büschen immer versteckt. Machen aber auch einen Krach. Oh, nee, das war falsch. Hier ist auch ein schöner See. Hier ist auch ein Camp. Oder so. Aber nichts Besonderes, ne? Gibt nicht wirklich viel hier. Ja,
Eingeboren sind immer noch um mich rum. Und es wird wieder Herbst. Guck mal hier, die Bäume werden rot. Die Bäumchen werden plötzlich wieder rot. Ja, der Waschbär macht auch seinen Nachmittagsspaziergang. Naja, hier, die Ureinwohner. Sind auch wieder schwer aktiv heute. Hier ist eine große Lichtung. Cool. Hier ist ja richtig Platz zum Bauen, ne? Hier kannst du dich austoben. Huch! Da gab's glatt einen Leck. Kam mein Rechner gerade nicht klar. Wie? Nur 4000 Bäume im Umkreis von 20 Metern. Sag mal, nee, da mache ich erstmal Pause. Komm wieder, wenn es 20.000 Bäume sind im Umkreis von 300 Metern. Hat er bestimmt gedacht. Vorne ist ein Kannibalencamp. Hat mir ehrlich gesagt gerade. Ach guck mal, das ist ja ein geiler See hier. Das ist ja echt ein cooler See. Das sieht ja aber richtig fein aus. Weiß nicht, ob das jetzt gerade Sinn macht. Was? Das kennen wir gar nicht. Was ist das da denn? Chicorée. Ich hab noch nie Chicorée. Schafgabe. Chicorée. Passiert, wenn man den isst? Ja, nix. Okay. Gut, ich gebe mal ein bisschen Gas. Ja, ich schätze mal noch so 2-3 Tage. Dann ist vermutlich wieder Winter, ne? Geht ja dann relativ schnell auf einmal. Wachst morgens auf und liegen 10 cm Schnee in dem Spiel. Ey, diese Bodenerosion hier, ne? Macht mich wahnsinnig. Plane. Ich meine, die Plane selber brauche ich nicht, aber hätte ja können sein, dass hier sonst noch irgendwie was ist. Irgendwie ein Zelt oder so. Aber es ist tatsächlich nur die Plane. Hat der Wind wohl hier hingeweht? Vom Winde verweht. Guck mal hier. Alles voller Rehe. Aber so was von. Die wohnen hier. Also ich habe wirklich, ich gucke die ganze Zeit auch nach Fliegenpilzen, ne? Ich habe nicht einen einzigen gesehen. Vielleicht habt ihr hier einen gesehen. Liegt auch wieder so eine Plane rum. Da vorne hängt auch eine. Oder sind das die Eingeborenen? Schleppen die jetzt plötzlich die Planen weg und... Sieht auch so komisch aus hier. Aber das ist einfach nur ein Weg hier, ne?
Kann das sein, dass die Eingeborenen hier mit den Planen irgendwelche Sachen auch markieren oder so? Könnte ja sein. Ja, ja. Ach, was habe ich diese Schreie vermisst. So. Da ist auch was. Guck mal hier, hier blinkt auch was plötzlich. Blinken zwei Sachen. Hier, die Waschbären. Hab bestimmt einer einen GPS-Tracker von gefressen. Muss genau hier sein. Dann gehen wir da unten hin. Ah. Okay. Sind das die Golfkarts? Ach, das soll ein Lenkrad sein, das Symbol. Dann wird mir das Golfkart angezeigt. Verstehe. Okay. Na dann. Achso, wir haben ja die Karte da. Ich werde das Ding so dermaßen in den Bach versenken, ne? Ich will aber nicht darüber, ich muss hier links rüber. Ich muss da hinten zu dem Geblinke. Stein im Weg. Hui. Ich krieg das Ding noch kaputt. Oh Mann. Wie komme ich jetzt hier raus? Ach, mit G. Okay. Das ist auch ein Golfkart. Noch eine Batterie. Okay. Eine Höhle. Ich wollte doch gar nicht in eine Höhle rein. Ach, Mann. Da müssen wir uns hier ein Camp bauen. Hier ist etwas uneben hier. Na, klasse. Na, richtig toll. Na, richtig toll. Uah! Genau so habe ich mir das gedacht. Oh. Okay, den sind wir schon mal los.
Wieso schießen die ganze Zeit daneben? Hin. Ach, auf den Baum hoch. Da ist noch einer. Okay. Ja, komm, du musst einfach nur schießen. So, wo sind die jetzt hin? Sind sie weggelaufen? Nein, das wollte ich nicht. Ich schmeiß den Stein weg, Mann. Geil. Sehr gut. So, jetzt gehen wir speichern und dann gehen wir schlafen. Ich hoffe, wir können schlafen. Gott sei Dank. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal hier, geben wir uns mal hier so eine Dose. Ich habe, glaube ich, sogar noch gebratenes Fleisch, ne? Huch. So, na dann. Gehen wir mal hier reingucken, wa? Ich weiß jetzt nicht, was hier war. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob das ein Eingang ist, ne? Das wird ja, das ist, glaube ich, eher ein Ausgang, das hier, ne? Nein. Das war falsch. Habe ich jetzt das Tauchgerät angezogen? Nee. Ich hatte es an, habe es aber wieder abgelegt. Okay. Hier ist direkt ein Bunker. Ja, geilo. Cool. Wieder ein Sonnenpanel. Druckerharz. Klebeband. Batterien. Noch mehr Kupferdraht. Noch mehr Druckerharz. Hätte ich das gewusst, hätte ich ja können hier drin schlafen und speichern. Endlich mal vernünftige Pfeile. Paralleluniversen und die Reisen zwischen ihnen. Ah ja. Ja, cool. Guck mal hier. Da. Helmet. Chest. Okay. Hier. Leg. 250 Milliliter mal 10. Also 2,5 Liter für die Leg. Armor. Arm. Brust und Helm. Arme, Brust, Helm und Beine. Okay. So, warte mal. Eine Trinkflasche. Neues Druckerharz. Ah ja, okay, da unten steht auch, wie viel gerade drin ist. Ja, geilo. Dann lass doch mal hier schön drucken. Die hier wollten auch mal drucken.
Former Corporate Lawyer. Ist das nicht der Pressetyp, der uns eine mit der Pistole verpasst hat? Der ist das doch. So, wir haben eine Trinkflasche. So. Eine Maske. Enterhaken. Tech-Mesh. Schlitten. Na, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ein GPS-Gehäuse. Pfeile. Trinkflasche. Dieses Tech-Mesh. 250 Milliliter. Jetzt weiß ich nicht so genau, wenn wir dieses Tech-Mesh herstellen, ne? Haben wir noch ein bisschen was? Ne, wir haben das Harz zu Hause gelassen, ne? Ja, da muss er jetzt halt rumpiepsen hier. Wir gehen mal hier weiter gucken. Ein Bodenstaubsauger. Das ist aber ein komisches Glibberzeug hier. Da wohnt noch jemand. Okay, das schauen wir uns dann an in der nächsten Folge. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen. Das kann nur gut werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns hier im Bunker in der nächsten Folge nochmal wieder. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.